Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im heutigen Video schauen wir uns an, wie wir in AutoCAD unsere Zeichnungen richtig platzieren und einfügen können, sowie nachträglich bearbeiten. Dabei zeige ich euch einen optimalen und effizienten Weg, der super praktisch ist, wenn ihr schnell eure Zeichnungen auf ein Layout einfügen möchtet oder nachträglich Zeichnungen verändert und nicht mehr wieder ein Layout neu anlegen möchtet. Und noch nicht wisst, wie das Ganze in AutoCAD funktioniert, dann ist dieses Video genau richtig für euch. Ich wünsche euch nun viel Spaß dabei und los geht's! Damit wir nun eine Zeichnung auf ein Layout setzen können, benötigen wir natürlich erstmal eine Zeichnung. In meinem Fall ist das hier ein großer Lageplan von einem Kirchhof. Und ich habe hier bereits den Ausschnitt mit Hilfe von Hilfslinien markiert, der nachher auf einem A0-Plan zu sehen sein soll. Das heißt, ich möchte nachher auf meinem Layout nur diesen Ausschnitt hier sehen. Zusätzlich ist es wichtig, dass ihr nicht vergesst, dass ihr nur Zeichnungen auf ein Layout setzen könnt, die ihr zuvor als Ausschnitt abgespeichert habt. Wenn ihr noch nicht wisst, wie das geht oder allgemein noch nicht so viel mit der Ausschnittmappe gearbeitet habt, dann kann ich euch gerne zwei Videos im Anschluss dazu verlinken. Da haben wir das Thema besprochen, Projektmappe versus Ausschnittmappe, was der Unterschied ist, was die Vor- und Nachteile dabei sind und ein anderes Video in Bezug auf Ausschnitte sichern und überspeichern. Das heißt, ihr überprüft danach nochmal, ob euer Ausschnitt richtig abgespeichert ist, das heißt mit den Darstellungen so, wie es eben sein soll. Richtiger Maßstab, Farben, Ebenen und so weiter. Am besten dann immer noch mal in die Ausschnittmappe reinklicken. In meinem Fall liegt die Zeichnung auf dem Erdgeschoss. Hier sehen wir, dass die Ausschnittmappe die passende Zeichnung geöffnet hat. Und zwar haben wir hier ein blaues Symbol, das steht für die Ausschnittmappe und das ist die Zeichnung. Mir gefällt hier alles, das heißt die Ebenen, die zu sehen sein sollen, später auf dem Layout sind eingeblendet. Sachen, die ausgeblendet sein sollen, sind dementsprechend ausgeblendet. Und alle weiteren Einstellungen passen mir auch. Wichtig dabei ist auch, dass ihr überprüft, falls ihr hier ein Ausrufezeichen angezeigt bekommt. Das heißt dann, dass ihr etwas an den Einstellungen hier unten geändert habt oder bei den Einstellungen vom Ausschnitt etwas anders ist. Am besten immer einen Doppelklick machen und falls das Ausrufezeichen weggeht, habt ihr alles aktualisiert und es passt soweit. Dann geht ihr in euer Layoutbuch und legt ein Layout an. Falls ihr mehr zum Thema Layoutbuch erfahren möchtet oder noch mehr AutoCAD-Videos sucht, dann findet ihr sie in meiner AutoCAD Playlist. Diese verlinke ich euch gerne auch im Anschluss oder auch in der Videobeschreibung. Auch wenn die Videos etwas älter sind, ist die Vorgehensweise immer die gleiche. Das heißt, egal ob ihr jetzt mit AutoCAD 27, 26, 25 oder mit älteren Versionen arbeitet, das Prinzip ist immer das gleiche. Das heißt, das Grundverständnis sollte sowieso vorhanden sein, egal mit welcher Version ihr arbeitet. In meinem Layoutbuch sehen wir, dass ich bereits zwei Layouts angelegt habe im A0-Format. Ich habe sie direkt umbenannt und dementsprechend in einen passenden Ordner abgelegt und ich möchte euch jetzt zwei Wege zeigen, beziehungsweise es gibt eigentlich nur einen richtigen Weg. Warum hier zwei Layouts sind, hat einen bestimmten Grund und zwar möchte ich euch einen klassischen Fehler zeigen, der mir immer wieder auffällt, wenn ich Nachhilfe gebe und was manchmal bei vielen für Verwirrung sorgt, wenn sie mit dem Layout arbeiten. Manche wissen einfach nicht, wie sie das Layoutbuch super nutzen können und wie praktisch das sein kann, wenn man Zeit sparen möchte im Laufe eines Projekts, denn klassischerweise hat man ja immer während dem Studium bzw. während dem Semester immer wieder Korrekturen. Das heißt, man bespricht mit dem Professor den aktuellen Stand seines Projekts und dementsprechend verändert sich ja das Projekt. Ihr solltet jedoch immer in eurer Projektdatei alle Korrekturphasen der Zeichnungen so lassen, wie sie zu dem Zeitpunkt waren, um einfach immer wieder darauf zurückgreifen zu können. Falls ihr doch irgendwelche Ideen von vorher wieder aufgreifen möchtet, dann müsstet ihr das Ganze nicht nochmal neu zeichnen, sondern einfach über Copy-Paste bearbeiten. Und dementsprechend könnt ihr auch die Layouts so anlegen und Ordner für jede Korrekturphase zum Beispiel anlegen. Warum ich euch das erzähle, hat folgenden Grund. Die meisten, was mir eben in den Nachhilfestunden aufgefallen ist, versuchen folgendermaßen, ihre Zeichnung auf ein Layout zu platzieren. Und zwar gehen wir jetzt hier in diese Zeichnung rein. Ich kopiere alles, erstmal alles markieren, dann Steuerung C. Nun gehen wir auf unser Layout und dann machen die meisten eben Steuerung V. Dann erscheint wieder unser klassisches Fenster mit, wo wir unsere Zeichnung einfügen sollen. Jetzt dauert das einen kurzen Augenblick. Dann klicke ich einfach auf Fortsetzen, dann kommt wieder ein Fenster. Und dann erscheint hier unsere Zeichnung in diesem beweglichen Rahmen. Achtung, die Zeichnung ist noch nicht eingefügt, solange ihr hier diesen beweglichen Rahmen seht.
Die Zeichnung wird erst eingefügt, sobald ihr außerhalb von diesem Rahmen irgendwo reinklickt. Oder ihr könnt auch einen Eckpunkt anklicken und dann die gesamte Zeichnung verschieben. Der Rahmen ist immer noch beweglich und erst dann, wenn ihr außerhalb vom Rahmen reinklickt, bestätigt ihr sozusagen eure Auswahl und gebt den Befehl, dass die Zeichnung wirklich eingefügt werden kann, da wo ihr sie platziert habt. Das heißt, außerhalb vom Rahmen klicken. Und jetzt seht ihr, der Rahmen ist nicht mehr beweglich, die Zeichnung wurde eingefügt. Und so fügen die meisten ihre Zeichnung im Layout ein, wenn sie die Layout-Funktion in Archicad überhaupt verwenden. Das ist eher nicht die richtige Vorgehensweise. Warum, zeige ich euch jetzt. Und zwar können wir hier natürlich unsere ganzen Schraffuren, Linien, Texte und so weiter anklicken und hier natürlich auch bearbeiten. Aber wenn wir im nächsten Schritt die Zeichnung umändern bzw. weiter bearbeiten wollen, und, dann müssten wir das eigentlich ja wieder hier im Erdgeschoss machen. Und wenn wir hier im Erdgeschoss unsere Zeichnung verändern, dann bleibt die Zeichnung auf dem Layout ja trotzdem noch auf dem alten Stand und nicht auf dem neuen und wird nicht automatisch aktualisiert, wenn wir im Erdgeschoss was verändern. Das heißt, wir müssten im nächsten Schritt dann wieder hier erstmal alles rauslöschen oder ein neues Layout erstellen, dann wieder über Copy-Paste die Zeichnung einfügen, dann stellen wir vielleicht plötzlich fest, es passt wieder was nicht, dann ändern wir das vielleicht einmal hier, dann im Erdgeschoss und so weiter. Und am Ende ist alles einfach nur noch ein Durcheinander. Und wenn ihr eine Gruppenaufgabe habt, das heißt mit mehreren Gruppenmitgliedern daran arbeitet, dann sorgt das nur umso mehr für Verwirrung. Niemand weiß, wo jetzt der aktuelle Stand ist, wie man jetzt wo am besten weiterarbeitet. Und das ist dementsprechend falsch und auch nicht wirklich effizient. Denn der Sinn dahinter ist, wenn man die Layout-Funktion in Archicad richtig nutzt oder überhaupt verwenden möchte, was wiederum ein Vorteil gegenüber von InDesign ist, ist, dass wenn wir hier etwas zeichnen und sich etwas verändert, diese Zeichnung automatisch im Layout aktualisiert wird und wir müssen das Layout nur noch abspeichern. Während wir, wenn wir in InDesign unser Layout erstellen, müssen wir ja erstmal unsere Zeichnung erstellen, diese Zeichnung abspeichern und in InDesign aktualisieren. Das dauert insgesamt länger, aber je nachdem, mit was man lieber arbeitet, es kommt darauf an, in welcher Semesterphase man sich befindet. Für Korrekturbesprechungen ist es völlig ausreichend, wenn man seine Layouts hier in Archicad erstellt. Für die Endabgabe kann man gerne InDesign verwenden, habe ich auch gemacht. Aber für schnellere Besprechungen und so weiter ist einfach Archicad viel praktischer, weil dann generiert ihr eure PDFs und das war's dann. Und dann hat jedes Gruppenmitglied auch die richtige Datei mit der Abgabe oder mit den Korrekturbesprechungsunterlagen und so weiter. Und es kommt da zu keinen Missverständnissen. Dementsprechend ist dieser Weg nicht gerade der optimalste. Jetzt zeige ich euch den richtigen Weg. Das heißt, ich habe hier wieder ein neues Layout im A0-Format richtig benannt, ein passendes Master-Layout ausgewählt und möchte jetzt meine Zeichnung richtig einfügen. Um meine Zeichnung nun hier richtig einfügen zu können, gibt es unter Dokumentation das Zeichnungswerkzeug. Das ist super praktisch, denn wenn wir da mal draufklicken, ihr könnt da die Grundeinstellungen direkt schon mal festlegen am Anfang eures Projekts, indem ihr mit Doppelklick das Werkzeug öffnet. Das betrifft jedes Werkzeug hier links, da alle Einstellungen festlegen und immer wieder, wenn ihr auf dieses Werkzeug draufklickt, werden diese Einstellungen übernommen. Falls ihr zuerst das Werkzeug verwendet und damit zeichnet, oder etwas einfügt und da die Einstellungen verändert, dann ist das nur temporär, sprich für den aktuellen Zeichnungsbefehl sozusagen. Und wenn ihr später wieder auf das Werkzeug klickt, werden dann andere Einstellungen von vorher übernommen. Also wir klicken auf das Zeichnungswerkzeug einmal drauf und dann am besten hier auf diesen kleinen Mittelpunkt von unserem Layout. Dann öffnet sich hier dieses Fenster. Und ihr werdet erkennen, dass wir hier direkt die Baumstruktur von unserer Ausschnittmappe sehen. Das heißt, alle Zeichnungen, die sich in der Ausschnittmappe befinden, können wir auf unser Layout setzen. Deshalb ist es auch so wichtig, wenn ihr mit dem Layoutbuch arbeitet, dass ihr auch die Ausschnittmappe beherrscht. Wenn ihr das Zeichnungswerkzeug verwendet, könnt ihr aber auch jede x-beliebige Datei, PDF, Bilddateien und so weiter einfach von eurem Rechner rüberziehen. Da wählt ihr einfach die erste Option aus. Ich möchte jetzt meinen Lageplan vom Erdgeschoss einfügen. Das heißt, wir lassen hier die dritte Option aktiviert, einem internen Ausschnitt, wählen das Erdgeschoss, dann sehen wir direkt hier die Ausschnitteinstellungen und klicken auf Platzieren. Das Zeichnungswerkzeug deaktivieren wir. Und dann können wir einfach unsere Zeichnung anklicken, indem ihr einfach die Zeichnung eben anklickt. Dann seht ihr hier oben nochmal die Beschreibung der Zeichnung, die Quelle der Zeichnung und so weiter. Und was ganz wichtig bzw. hilfreich ist, ist, wenn ihr mal in die Einstellungen reingeht,
das bei euch beim Aktualisierungsmodus automatisch aktiviert ist. Das heißt, sobald ihr in eurer Zeichnung etwas ändert, wird diese Zeichnung auch auf eurem Layout aktualisiert und müsst es nicht manuell machen. Ihr könnt es zwar manuell immer aktualisieren, aber je näher die Abgabe kommt, desto stressiger wird es natürlich. Dann kann es natürlich sein, dass ihr vergesst, eure Zeichnungen zu aktualisieren und nachher wundert ihr euch, warum auf eurem Layout der alte Stand zu sehen ist. Das heißt, immer auf automatisch einstellen. Dann könntet ihr hier nochmal manuell die Größe einstellen von der Zeichnung, den Maßstab, falls ihr wollt, nochmal umändern. Ihr könnt dann hier auch nochmal nachträglich das Stiftset verändern oder die Farben in Graustufen schwarz-weiß einblenden lassen, den Hintergrund transparent einblenden lassen oder eben nicht. Und dann, was auch praktisch ist, ist zum Beispiel hier die Titelfunktion. Da könntet ihr sagen, dass Archicad einfach den Namen der Quelle eurer Zeichnung übernehmen soll. In unserem Fall wäre das jetzt 0.eg. Wenn ihr diesen Ausschnitt passend mit Lageplan abspeichert, dann könnt ihr das übernehmen. Dann müsstet ihr nicht nochmal selbst eine Beschriftung hinzufügen. Ich in meinem Fall möchte das nicht, gehe auf keinen Titel. Das ist eben praktisch, wenn man direkt die Ausschnitte richtig benennt. Und dann spart man sich natürlich nachträglich die Arbeit, nochmal alles zu beschriften. Das heißt, man kann auch den Maßstab einblenden lassen und so weiter. Das spart natürlich dann auch viel Zeit bei der Layout-Bearbeitung. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr immer schaut, dass eure Zeichnung auf der richtigen Ebene liegt. Standardmäßig werden Zeichnungen immer auf die Ebene 86 Dokumentation allgemein aufgelegt. Falls ihr eigene Ebenen habt oder ja eine andere Ordnungsstruktur, dann könnt ihr das natürlich hier nochmal umändern. Ansonsten mit OK bestätigen. Die Einstellung könnt ihr übrigens auch hier oben überprüfen, indem ihr mit eurem Mausrädchen mal durchscrollt. Erscheinen die meisten Einstellungen hier auch. Je nachdem, welches Werkzeug ihr verwendet, werden hier jedoch nur die Grundeinstellungen angezeigt und nicht die feineren Details. Da müsst ihr dann trotzdem immer in das Grundeinstellungsfenster reingehen. Wenn wir uns nun unsere Zeichnung anschauen, dann fällt uns auf, dass diese natürlich nicht das gesamte Layout ausfüllt, was aber der Fall sein sollte. Um diesen Ausschnitt der Zeichnung selbst zu vergrößern, klicken wir nun auf die Kante von unserer Zeichnung drauf. Es ist egal, welche Kante ihr auswählt. Ihr könnt jetzt jede Kante einzeln verschieben. Dafür wählt ihr quasi hier die vierte Option aus, Kante versetzen. Oder ihr könnt auch direkt in alle Richtungen alle Kanten gleichzeitig versetzen. Das ist die nächste Option und zwar die fünfte, alle Kanten versetzen. Diese wähle ich nun aus und ziehe jetzt die Zeichnung einfach größer, entweder direkt bis zur Kante. Wir können hier mal schauen, wie viel jetzt zu sehen sein wird. Manchmal dauert es etwas, bis die Zeichnung aktualisiert wurde. Dann könnt ihr entweder auf den kleinen Rahmen, der hier unten im Blau erscheint, aktualisieren draufklicken oder ihr macht einen Rechtsklick auf eure Zeichnung, klickt auf Aktualisieren drauf und dann wird es auch aktualisiert. Jetzt sehen wir, dass hier der Rahmen von meinem gewünschten Ausschnitt zu sehen ist und der passt jetzt natürlich nicht richtig von der Position drauf. Ich mache jetzt zusätzlich jedoch den Zeichnungsrahmen hier noch etwas breiter. Dafür versetze ich nur die rechte Kante und die linke Kante. Jetzt seht ihr, dass hier Aktualisieren auf Rahmen erscheint. Da kann ich draufklicken, um den Prozess zu beschleunigen. Jetzt kann ich innerhalb von diesem Zeichnungsrahmen auch die Zeichnung selbst verschieben. Das heißt, meine Zeichnung bleibt hier genauso auf dem Layout platziert, aber den Inhalt der Zeichnung möchte ich innerhalb von diesem Zeichnungsrahmen verschieben. Das heißt, ich kann innerhalb dieser Zeichnung jetzt irgendwo reinklicken. Am besten sucht man sich dafür einen Orientierungspunkt aus. Ich wähle jetzt hier diesen von meinem Ausschnittrahmen aus, klicke da mal rein und dann erscheint natürlich wieder unsere Pad-Palette und wir benötigen hierbei die erste Funktion und zwar Unterelement bewegen. Die untere Option betrifft den gesamten Zeichnungsrahmen, um den einfach überall verschieben zu können. Ihr könnt es hier erkennen. Ich möchte aber nur die Zeichnung im Rahmen verschieben, deshalb wähle ich die erste Option aus. Und jetzt könnt ihr auch sehen, wenn ich meine Maus bewege, dass sich quasi nur der Zeichnungsinhalt innerhalb von diesem Rahmen bewegt. Da ich jetzt diesen Eckpunkt ausgewählt habe, klicke ich hier auf den Eckpunkt meines Layouts drauf, wieder auf Aktualisieren auf Rahmen klicken, abwarten. Nun habe ich den gewünschten Zeichnungsausschnitt eingefügt. Jetzt sehen wir auch den Unterschied gegenüber der ersten Variante, die ich euch nicht empfehle. Und zwar, wenn ich hier reinklicke, kann ich eben nur die Zeichnung anklicken und keine Linien oder Schraffuren, während wir bei der ersten Variante direkt die Linien, Schraffuren und so weiter anklicken können. Das heißt, wenn wir etwas in unsere Zeichnung verändern wollen, dann müssen wir wieder in unser Erdgeschoss reingehen und wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Bewegungslinie rauslösche und direkt auf mein Layout wieder gehe, dann werdet ihr sehen, dass die Linie verschwindet und tatsächlich ist sie verschwunden. Das ist eben der
enorme Vorteil, wenn ihr mit dieser Variante arbeitet. Es geht viel schneller und denn wenn ihr in eurer Zeichnung was verändert, wird das direkt auf eurem Layout aktualisiert und ihr müsst nichts mehr machen, außer euer Layout abspeichern und eure Datei. Ich setze das Ganze wieder zurück und werde wieder sehen, dass die Linie wieder erscheint. Da ist sie wieder. Es gibt dann zusätzlich noch eine Methode, wie ihr eben diesen Zeichnungsrahmen oder diesen Ausschnitt verändern könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet etwas Bestimmtes zum Beispiel hier ausschneiden, ihr klickt dann wieder eure Zeichnung an, dann erscheint wieder eure Pad-Palette und dann wählen wir hier vom Polygon abziehen aus. Jetzt ganz beispielhaft, ich sage, ich möchte zum Beispiel hier dieses Haus nicht sehen. Dann kann ich das Ganze hier nachzeichnen, beschleunige jetzt einfach mal den Prozess und mache das Ganze hier ganz grob. Und dann sehen wir, dass dieser Ausschnitt quasi von der Zeichnung entfernt wurde. Aber in der Zeichnung selbst, da ist das Gebäude natürlich noch zu sehen. Und genauso kann ich natürlich auch wieder diese Zeichnung, diese Fläche wieder hinzufügen, indem ich wieder einen Punkt oder eine Kante von dem Zeichnungsrahmen auswähle und anklicke, dann auf das Pluszeichen gehen und dann einfach wieder alles nachzeichnen. Das könnt ihr wieder ganz grob machen. Hauptsache wieder innerhalb von eurem Layout bleiben. Bestätigen, aktualisieren, deaktivieren und das Gebäude ist wieder drin. Ihr seht, die Methode ist super praktisch, um Zeichnungen auf ein Layout richtig zu platzieren bzw. einzufügen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare hinein, ob du bereits die Layout-Funktion in Archicad benutzt oder welches Archicad-Tutorial du dir als nächstes wünschst. Ich freue mich über deine Unterstützung, indem du das Video likest, teilst und kommentierst. Ja, und das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es geht euch allen gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Thank you.